Du schreibst, also wie kommst du an Fatboy Slim? Du schreibst dir eine E-Mail: Hallo, ich bin der Matthias, hier sind ein paar Fotos von mir, kann ich bitte ein halbstündiges Porträt-Shooting machen und bin auf der Bühne? Tatsächlich, tatsächlich. Ja, es ist, gehört wie überall im Leben einfach Glück dazu, um das harte Arbeit. Klar, ich habe ein Portfolio aufgebaut, jahrelang, habe sagen können, hier sind meine Fotos und die haben es zu diesem Zeitpunkt gerade gut gefunden, haben vielleicht gerade Fotos gebraucht. Oder Fatboy Slim war gerade gut drauf oder der Manager und die haben gesagt, das ist okay. Und das war eines der spannendsten Shootings, die ich je gehabt habe. Obwohl es eben ein Weltstar war. Und das Lustige war, mir hat der Name schon was gesagt, Fatboy Slim, aber mir war nicht bewusst, dass er halt wirklich so der Elektro-Typ der 90er Jahre ist. Und der ist halt wirklich, oder war halt gut im Rennen, ist noch immer gut im Rennen. Also man kann das wirklich nicht runterbrechen, dass man sagt, ich mache jetzt nur mehr bezahlte Jobs. Also für mich ist es so, dass ich für mich selber irgendwie entschieden habe, dass ich, natürlich mache ich auch gratis Sachen, aber es geht nur bis zu einem gewissen Punkt. Das heißt, ich gebe keine Fotos her, wenn Leute jetzt sagen oder Bands sagen, sie wollen jetzt da ein Foto gratis haben für Pressezwecke, für Promo, für Merchandise, weil das ist dann echt eine Kommerzialisierung meiner Fotos und es verdient jemand daran und ich als Berufsfotograf muss auch etwas verdienen.